Stadt ist zu laut. Ich will schlafen. Ich heiße Luis, als Künstler heiße ich Planet 2 und bin ursprünglich aus Oldenburg, lebe aber jetzt seit fast 8 Jahren in Berlin und fühle mich da sehr wohl. Meine Musik ist eine Mischung aus so, ich würde sagen, New Wave, Synthie-Pop und Neue Deutsche Welle, sofern man das so nennen kann, weil ist mittlerweile schon vorbei die Zeit, aber es orientiert sich so ein bisschen daran, vor allen Dingen textlich würde ich sagen, so ein bisschen ironisch. Locker daher. Deine Blätter sind schon gelb. Das letzte, was uns hält. Früher viel elektronische Musik gemacht, also Clubmusik. Und aber nie wirklich released. Und hab dann irgendwann angefangen, Texte zu schreiben und zu singen, obwohl ich das eigentlich irgendwie nie von mir dachte, dass ich das überhaupt kann. Und dann ist es einfach irgendwie so passiert und seitdem ist das so mein musikalisches Projekt, ja. Ich bin so deprimiert. Vor allem ist es schön, nach Hause zu kommen, weil ich den Club auch sehr gut kenne, weil es sozusagen mein zweites Wohnzimmer früher war als Kind oder als Jugendlicher. Und ansonsten finde ich es einfach toll, wie divers das Programm ist und dass es halt nicht nur Clubmusik ist, wie ich das auch viel von früher kenne, sondern halt Konzerte sind und Workshops sind und Filme gezeigt werden und so weiter und so fort. Das finde ich sehr toll. Also Kulturveranstaltungen in dem Sinne besuche ich sowieso sehr gerne und freue mich sehr, ein Teil davon sein zu dürfen. Ja, ich bin total gespannt, weil ich kann das Publikum mir gar nicht so gut einschätzen, weil tatsächlich viele von meinen damaligen Oldenburger FreundInnen irgendwie auch nach Berlin abgehauen sind oder in andere große Städte. Und bin mal gespannt, wer alles so kommt und wen ich wieder treffe natürlich. Und ich bin sowieso immer sehr aufgeregt und gespannt vor Gigs, weil ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so viele gehabt. Bin eigentlich erst seit einem Jahr dabei, meine Musik so live zu performen und irgendwie auch meine Musik zu veröffentlichen und genau.